Gut, dann also herzlich willkommen wieder zum Montagabend-Online-Kurs zu den 10 Vollkommenheiten. Und jede Woche beginnen wir mit einer kleinen Meditation. Wir setzen uns aufrecht hin, schauen, dass unser Körper entspannt aufrecht ist, die Wirbelsäule, legen die Hände in den Schoß oder auf die Oberschenkel. Atmen dreimal tief ein und aus und können mit jedem Ausatmen ein Stück weit mehr hier und jetzt ankommen und das, was wir über den Tag hinweg erlebt haben oder erfahren haben, hinter uns lassen. Egal ob angenehm oder unangenehm. Wenn man mag, kann man beim Einatmen die Schultern nochmal anziehen, beim Ausatmen dann locker fallen lassen. Dass man, falls man irgendwie Lasten oder sowas fühlt, die man noch trägt oder Sachen, die noch nicht verarbeitet sind, dass man die locker lassen kann, loslassen kann für jetzt, für den Abend. Und dann kommen wir in unserem Körper an, dort, wo wir gerade sitzen und fühlen den Boden unter uns oder da, wo unser Körper den Boden, das Kissen, den Stuhl und so weiter berührt. Falls wir irgendwo Verspannungen oder ja, wenn es so zwickt und zwackt oder wenn wir Verspannungen fühlen, dann können wir dort bewusst hineinatmen. Beim Einatmen die Verspannungen fühlen, beim Ausatmen die Absicht zu entspannen, dort hineinatmen. Dann setzen wir für uns wieder unsere innere Absicht für den Abend. Und wie das, was wir heute hören oder was wir üben oder worüber wir nachdenken, einerseits uns selbst helfen auf unserem spirituellen Weg oder auf unserem weltlichen Weg. Und möge das gleichzeitig aber direkt oder auch indirekt allen Lebewesen zugutekommen oder allen Lebewesen helfen. Okay, gut.
Dann fangen wir an. Und dieses Mal ist das Inhaltsverzeichnis allein schon so ein bisschen voll, deswegen lege ich einfach direkt los. Heute geht es um die Tugend der Wahrhaftigkeit oder auch Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit. Wir hören uns am Anfang wieder die Aspiration oder die Verse zu dem Thema an. Dann gibt es ein paar grundlegende Vermerke, wie Lügen oder die Unwahrheit als Hindernis auf unserem Weg wirken können und wie im Buddhismus allgemein an die ganze Sache herangegangen wird. Dann haben wir das Thema, wo uns Unaufrichtigkeit oder Unwahrheit oder Lügen und so weiter im Alltag begegnen. Das ist ziemlich häufig, wenn man drüber nachdenkt und wie das auf uns und auf die Gesellschaft wirkt. Dann gibt es wie fast jede Woche sowas wie verschiedene Arten der jeweiligen Tugend oder des Gegenteils. Und hier ist es dann die verschiedenen Arten der Unwahrheit. Dann aber auch das Thema, dass man ja auch lügen kann, um andere zu beschützen und wie sich das jetzt wiederum aus buddhistischer Sichtweise anfühlt oder wie man damit umgeht. Dann das jeweilige Wirken, also die Nachteile von Unaufrichtigkeit und die Vorteile von Wahrhaftigkeit. Das haben wir auch sehr oft, dass man einfach darüber reflektiert, was sind die Vorteile, was die Nachteile. Und dann noch zum Abschluss ein paar schöne, wieder inspirierende Geschichten. Das freut mich immer sehr, sowas zu hören oder selber weiterzugeben. Das macht das alles nochmal ein bisschen lebendiger oder warmherziger als nur so die trockene Theorie. Man kann sich sowas auch gut im Kopf halten. Weil die spirituelle Kraft von Wahrheit, da gibt es ein paar Geschichten und Überlieferungen zu dieser Tradition von Wahrheitsbekundungen als spirituelle Kraft. Also volles Programm heute. So, dann die Aspiration diese Woche liest sich folgendermaßen zum Thema Wahrhaftigkeit. Möge ich immer die Wahrheit sprechen, möge ich der Wirklichkeit, Wahrheit und Aufrichtigkeit entsprechend leben und handeln. Möge ich mich der Wahrheit, Wirklichkeit und Aufrichtigkeit widmen, sodass dies in anderen Personen Vertrauen und Zuversicht erweckt. So, das Grundlegende zuerst. Prinzipiell sieht man aus buddhistischer Sicht, wie der Buddha das gelehrt hat, auch kleine Lügen oder Unwahrheiten generell oder auch Unaufrichtigkeit generell als spirituelles Hindernis an. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Und fast wie jede Woche kann man immer dieses Beispiel von einer Lawine benutzen, dass selbst kleine unheilsame Gedanken oder Handlungen sich multiplizieren können oder zusammen addieren können zu großen, kräftigen, unheilsamen Gedanken oder Handlungen. Und so ist es auch bei Lügen oder Unaufrichtigkeit. Und der Buddha hat davon nicht nur gesprochen in Bezug auf das Sprechen, dass man also lügt oder Unwahrheit spricht, sondern auch es ist auch ein Hindernis auf unserem spirituellen Weg. Da gibt es eine sehr bekannte Unterweisung, wo der Buddha zu seinem eigenen Sohn gesprochen hat, Rahula. Und Rahula, also kurz nachdem Rahula, der Sohn des Buddhas, selber Novize geworden ist, hat der Buddha ihm eine Unterweisung gegeben, wo er davon gesprochen hat, wie wichtig es ist, nicht zu lügen und die Wahrheit zu sprechen. Und dabei man muss wissen, dass dann Rahula dann noch recht jung war und der Buddha ihm dann eine recht einfache und greifbare Unterweisung hat zukommen lassen. Der Buddha hatte dem Rahula so eine Schale auf einem Tisch gezeigt und gesagt, siehst du diese Schale auf dem Tisch? Da ist noch ein bisschen Wasser drin. Kannst du das sehen? Und der Rahula sagte, ja, natürlich, das kann ich sehen. Und der Buddha fuhr fort, ja, so wie jetzt da so wie in dieser Schale jetzt nur ein kleiner Rest Wasser ist, ebenso wenig oder gering ist der spirituelle Wert einer Person, die keine Scham oder Bedenken hat, eine vorsätzliche Lüge auszusprechen. Und dann schüttete der Buddha auch noch diesen kleinen Rest Wasser aus der Schale auf den Boden und sagte, so und jetzt schau, jetzt ist da gar kein Wasser mehr drin, jetzt habe ich das wie weggeschüttet, ich habe das weggeworfen. Hast du das gesehen? Und sein Sohn sagte, der Rahula, ja, das kann ich sehen. Und der Buddha fuhr fort, so wie ich jetzt das Wasser ausgeschüttet oder weggeworfen habe, so wirft eine Person, wenn sie keine Scham oder Bedenken hat, eine vorsätzliche Lüge zu tun, so wirft auch so eine Person den eigenen bereits kultivierten spirituellen Wert oder die eigenen guten Qualitäten
wie aus dem Fenster, werden wie weggeworfen. Und dann drehte der Buddha die Schale herum und stellte sie auf den Kopf, also mit dem Boden nach oben auf den Tisch und sagte, siehst du, wie ich jetzt die Schale rumgedreht habe, jetzt steht sie auf dem Kopf. Und sein Sohn sagte wieder, ja, das kann ich sehen. Und da sagte der Buddha, so wie jetzt diese Schale umgedreht und auf den Kopf gestellt wurde, ebenso stellt eine Person, die keine Scham oder keine Bedenken hat, wenn man eine vorsätzliche Lüge ausspricht, so stellt auch so eine Person ihr eigenes inneres Wesen oder ihren eigenen Charakter oder die eigene Aufrichtigkeit wie auf den Kopf. Und der Buddha beendete dann diese Unterweisung, indem er noch sagte, wenn man keine Scham hat oder keine Bedenken, eine vorsätzliche Lüge auszusprechen, dann gibt es kein Unheil oder kein Leid oder keine unheilsamen, destruktiven Handlungen, die man nicht bereit wäre oder nicht imstande wäre, auszurichten oder auszuüben. Das heißt, selbst wenn es mit kleinen Dingen anfängt, mit kleiner Unehrlichkeit, kann das ausarten bis zu allen destruktiven Handlungen, die man sich nur vorstellen kann. Und deswegen wird dann auch, oder deswegen ist dann auch die Achtsamkeitsübung Nummer 4, die rechte Rede oder das Nichtlügen, die Wahrheit zu sprechen, bei den 5 Achtsamkeitsübungen, die wir schon in den vorherigen Vorträgen hatten, besonders zum Thema Tugend. Genau, da ist es also mit dabei, dass man sich in achtsamer und heilsamer Sprache übt. Das war das Grundlegende. Und dann, wenn man sich jetzt nur mal eine Minute Zeit nimmt oder ein paar Minuten Zeit nimmt, um darüber nachzudenken, wo im Alltag oder in unserer Gesellschaft begegnet man denn Unaufrichtigkeit oder Lügen oder Unwahrheit oder Betrug und so weiter, da merkt man, es gibt viele Bereiche oder es gibt keinen Bereich, wo das nicht mit drin vorkommt. Weil natürlich hängt das mit Menschen zusammen. Da, wo Menschen sind, gibt es eben auch Unaufrichtigkeit. Aber wenn man sich das mal vergegenwärtigt, sind wir tatsächlich täglich damit konfrontiert. Wenn man in die Politik schaut, gibt es Politiker, die ihre eigenen Linien durchziehen wollen mit Hilfe von Unwahrheit oder vielleicht übertreiben sie nur oder sie untertreiben, wenn sie über etwas sprechen, was ihnen Vorteile bringt. Und man hört immer wieder Fälle, wo Politiker ertappt werden, dass sie eben lügen oder die Unwahrheit verbreiten. Und vor ein paar Jahren hätte man vielleicht hier noch den Watergate-Skandal nennen müssen als Paradebeispiel. Heute können wir dann live immer hinüber nach Amerika schauen, wo wir dann einen Präsidenten haben, der wahrscheinlich so viel offiziell beim Lügen ertappt wurde, aber scheinbar ohne viele Konsequenzen, wie wir es noch nie hatten. Also die Menge an belegten Lügen oder Unwahrheiten ist da unglaublich groß. Und bei Politik ist es ja auf allen Seiten des politischen Spektrums auch immer wieder der Fall, dass es Leute gibt, die vielleicht mehr Interesse haben an der Macht oder an dem Einfluss, als an der tatsächlichen Umsetzung von der Politik oder der politischen Linie, die sie vertreten. Und manche drehen vielleicht auch ihre politischen Linien um, je nachdem, was sie gerade brauchen. Sie merken, die Leute wollen eher die eine Seite der Politik, dann verändern sich eher die Politiker dementsprechend, damit sie mehr Stimmen kriegen und so weiter und so fort. Da kann also sehr viel Unwahrheit oder sehr viel Missbrauch, was Wahrheit und Aufrichtigkeit angeht, geschehen. Dann, wenn wir uns in den Bereich Werbung und Handel oder Kommerz begeben, dann ist es natürlich auch ein großer oder fast schon wie ein Hauptanteil von Werbung, dass man schaut, dass man die Dinge den Leuten so ans Herz legt, dass es wie dass man nur dann wirklich glücklich und zufrieden sein kann, wenn man dieses oder jenes Produkt hat. Und man probiert, das eigene Produkt in besserem Licht darzustellen, als es eigentlich ist. Und selbst wenn da Mängel sind oder vielleicht sogar Gefahren eines Produktes, dann probiert man die eher zu verbergen oder vielleicht hat man den einen oder anderen Wissenschaftler oder Mediziner oder Techniker vielleicht bezahlt oder irgendwie anders manipuliert, dass sie dann sagen, nee, das Produkt ist in Ordnung, so wie das ist, kein Problem damit, das ist ganz ungefährlich, nur damit man eben das Produkt besser verkaufen kann, ohne dass dann irgendwie andere Institutionen einen da einen Strich durch die Rechnung machen. Oder man vertuscht auch Dinge, wo die Firma vielleicht sogar weiß, das ist gefährlich, gesundheitsgefährdend. Da kann man dann immer an die Tabakindustrie oder Zigarettenindustrie denken, die dann für viele Jahre probiert haben zu vertuschen oder zumindest
nicht so in den Vordergrund zu stellen, dass Zigaretten eben gesundheitsschädlich sind. Und andere Firmen, das passiert ja immer wieder, merkt man, haben vielleicht durch ihre Herstellung bei ihrer Produkte vielleicht dann Umwelt verschmutzt oder haben Menschen ausgebeutet oder misshandelt dabei. Ja, und oftmals geht es diesen Firmen eigentlich so oder so sehr, sehr gut oder gut genug, aber man kann halt eben noch mehr Geld machen und dann ist dann die Gier größer als der Verstand und man probiert dann eben, sich doch mehr zu bereichern mit Hilfe von Halbwahrheiten oder Vertuschung oder Unwahrheit. Und dann, wenn man sich dann die Werbeindustrie anschaut und auch guckt, da wird einem suggeriert, nur wenn man das bestimmte Make-up, den bestimmten Stil, die bestimmte Frisur, die bestimmte Kleidung hat, ist man glücklich. Nur wenn man einen bestimmten Lebensstil hat, ist man glücklich. Da wird also viel suggeriert, was vielleicht in Wahrheit niemals so sein kann oder unerreichbar ist. Aber trotzdem probiert man mit der Werbung dadurch eben die Menschen zum Kaufen zu bekommen. Also man, und da ist auch wieder, da sind dann wieder die Zigaretten, Werbefachleute wirklich ein tolles Beispiel, dass man also selbst, wenn man ganz klar als Fakt sieht, Zigaretten sind ungesund und zerstören die Lunge und machen süchtig oder die Suchtgefahr ist riesig, da haben wir also Sucht und Zwang als Fakt und trotzdem wird in der Werbung auf das Thema Freiheit und Unabhängigkeit gepocht. Das ist dann quasi wie das Paradebeispiel dafür, dass man also eine echte Unwahrheit oder etwas als wahr und als großen Vorteil suggeriert, wo aber dann die Nachteile viel, viel größer sind. Das Gleiche dann auch bei der Zigarette, da kann man ganz, ganz viel über sowas sprechen. Da wird ja dann immer auch mit Charakterstärke und Selbstbewusstsein und Freiheit suggeriert und Selbstbewusstsein, man hat viel Selbstvertrauen und all das steht aber dann gegenüber, dass man eben Zigaretten oft nutzt, wenn man mit Stress oder mit Schwierigkeiten nicht besser umgehen kann und dann eher eine Kompensation sucht, was also jetzt nicht gerade von Charakterstärke oder Selbstbewusstsein oder Freiheit zeugt. Aber so ist das also in der Werbung. Da kann man also Unwahrheit, Halbwahrheit oder Übertreibung oder Untertreibung sehr gut nutzen, damit man das eigene Produkt besser verkaufen kann. Dann gibt es natürlich gerade bei großen Firmen auch viele Führungskräfte, die dann ihre Position ausnutzen können, um noch mehr Geld zu verdienen. Mithilfe von Trickserei, Betrügerei, Täuschung. Und das kann dann dazu führen, dass dann gesamte Firmen in den Ruin getrieben werden, nur weil eine Person probiert hat, sich was zu erschleichen und am Ende fällt das auf. Und dann kann es sein, dass dann Tausende von Mitarbeitern keinen Lebensunterhalt mehr beziehen können, weil sie auf der Straße stehen. Alles nur, weil eine Person mit ihrer Unwahrheit einen eigenen Weg gehen wollte. Dann, natürlich muss man auch sagen, macht das auch bei religiösen Führern keinen Halt, von allen spirituellen oder religiösen Traditionen. Auch da, wo Macht ist oder da, wo man Macht haben kann oder Einfluss hat, nehmen Leute das als Anlass, das zu missbrauchen, sei es denn, dass man sich finanziell bereichern möchte oder dass man Menschen ausbeutet oder sexuell missbraucht, dass man das dann probiert zu vertuschen. Oder am besten auch noch mit dem spirituellen Weg in Verbindung setzt. Und da gibt es also viele Beispiele, wo dann der Buddha eben gesagt hat, wenn man nur mit Kleinigkeiten anfängt, wenn man aber keine Scham hat mit der Unaufrichtigkeit, dann gibt es am Ende nichts mehr, wovor man Halt macht, um der eigenen Gier oder dem eigenen Hass freien Lauf zu lassen. Dann das Gleiche in der Entertainment-Industrie. Da haben wir ja vor allen Dingen Fernsehen, Filme, Internet und so weiter oder Magazine. Auch da wird ja dann, da werden sehr, sehr viele Lebensentwürfe einem ausgebreitet, wo man sagt, okay, es gibt, man kann nur dann wirklich glücklich sein, wenn man vielleicht großen Luxus lebt oder Reichtum besitzt oder wenn das Leben voller Action, Spannung und Abenteuer ist, aber oder dass man nur den perfekten Partner finden muss und dann ist das Leben und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und alles ist harmonisch, wenn man nur den einen richtigen Partner, die eine richtige Partnerin hat. Also vieles ist da sehr vereinfacht oder sehr schwarz-weiß und man muss halt nur den richtigen, man muss nur richtig raushaben, wie. Und dann, wenn man das einmal rausgefunden hat, dann ist man nur noch glücklich und zufrieden. Und auch wenn, das sind halt dann viele Traumbilder, die sind zwar sehr verlockend, aber die untergraben halt auch so ein Stück weit
einen Sinn für Realität, wie man vielleicht tatsächliche Quellen von Glück oder Zufriedenheit finden kann in seinem Leben und auch was man da an Eigenverantwortung mit ins Spiel bringen muss. Genau. Und prinzipiell, wenn man das dann sich anschaut, was das für Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, wenn man also in jedem Bereich des Lebens auch Unwahrheit oder Unaufrichtigkeit begegnen muss, gerade wenn das so in den oberen Bereichen der Gesellschaft passiert, dann kann das halt gut sein, dass die anderen Menschen der Gesellschaft oder die Mehrheit von uns, die ja dann auch aufschaut zu Beispielen oder Vorbildern, dass die dann denken, okay, wenn die das aber ganz oben an der Spitze bei den Regierenden oder bei diesen Vorbildern, bei den Führungskräften und so weiter, wenn die das schon nicht ernst nehmen, warum sollte ich das dann ernst nehmen? Wenn die sich nicht an die Regeln des Miteinanders halten, warum sollte ich mich dann daran halten? Das kann also dann langsam durch die gesamte Gesellschaft so hindurchsickern. Und genau, da kommen wir dann später nochmal ein bisschen genauer zu bei den Nachteilen. Hierbei sei aber auch nochmal gesagt, prinzipiell kann man hier halt auch wieder sagen, vielleicht eine Person begeht einen großen Fehler, aber die Wirkungen, die Auswirkungen können sich durch die gesamte Gesellschaft ziehen. Wenn dann erstmal der Missmut oder die Enttäuschung gegenüber denjenigen, die also eigentlich die Vorbilder sein sollten, wenn da der Missmut erstmal groß genug ist, dann kann die Gegenbewegung oder selbst das, dann halten wir uns auch nicht an die Regeln bei der Gesellschaft, umso größeres Leid bringen. Aber prinzipiell sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, dass man, egal aus welchem Bereich, sei es jetzt Politik, Werbung, Führungskräfte oder Religion oder Entertainment, egal wo man jemanden sieht, der sich unehrlich oder unaufrichtig verhält und dadurch viel Leid anderen gegenüber bringt und dann vielleicht sogar behauptet, das sei aber in Ordnung oder das sei buddhistisch oder das sei in Ordnung, was das Unternehmen angeht oder das sei politisch vertretbar, da muss man immer klar trennen, das ist ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen, die das so tun und zwar so behaupten, das sei vielleicht Teil dieses Weges. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mönch sage, die Buddhisten sind die Besten und wir wollen alle anderen umbringen, weil nur die Buddhisten sollen überleben. Und das ist sogar gut so für alle Lebewesen. Wenn ich das jetzt sagen würde und ich sage das als Begründung, ja, weil ich Buddhist bin, ich weiß, wovon ich rede, wird dann natürlich jeder andere checken können und sehen können, der Buddha hat davon nicht gesprochen, im Gegenteil. Und da muss man also klar sagen, der Hüngo hat irgendwie einen an der Waffel und er versteht das nicht. Und das ist ein Individuum und seine Handlungen sind absolut entgegen jeder buddhistischen Prinzipien. Aber das heißt jetzt nicht, dass man sagt, der gesamte Buddhismus hat es irgendwie nicht richtig verstanden oder ist ein schlechter Weg oder sowas, sondern eben, da hat jemand den Buddhismus falsch verstanden und behauptet, das sei der Buddhismus. Man muss also unterscheiden zwischen der Handlung von den Individuen und vielleicht dem eigentlichen Weg oder dem Inhalt, wo diese Person sagt, das repräsentiere ich. Wie man an die Kreuzzüge denkt oder sowas, haben auch ein paar mit angefangen. Und haben gesagt, das ist eine gute Idee und es ist sogar zum Wohl von allen oder von allen Christen und ist sogar vertretbar. Aber ist natürlich, hat überhaupt nichts mit der Nächstenliebe zu tun, von der Jesus gesprochen hat. Oder wenn man über Jesu Nachfolge spricht, dann sieht man, das hat viel mit Gewaltlosigkeit zu tun. Und niemals würde Jesus sowas unterschreiben. Und damit muss man aber jetzt nicht alle Christen über den Kamm scheren oder alle Moslems oder und so weiter und so fort. Genau. Okay, da ist noch eine Frage gekommen. Wie sieht es da mit Satire aus, wie zum Beispiel Postillion? Satire, da kommen wir vielleicht nachher dazu. Ich halte mal die Frage im Hinterkopf, dann kommen wir bei den... Ah, das ist jetzt sogar das nächste Kapitel. Genau, wenn wir jetzt schauen, hier, es gibt verschiedene Arten von Unwahrheit und Satire zählt dann oder... Ja, wenn man also auch humorvoll Lügen benutzt, um vielleicht was Bestimmtes auszudeuten, ist das eine bestimmte Art von Lüge, da kommen wir dann gleich dazu, oder Unwahrheit. Einmal gibt es, also diese verschiedenen Arten der Unwahrheit haben dann auch unterschiedlich schweres karmisches Resultat oder Wirkung. Und da haben wir einmal sowas, das kann man nennen eine böswillige Lüge, wenn man also durch Unwahrheit oder Lüge tatsächlich jemanden verletzen möchte, ihm Leid zufügen möchte oder vielleicht sogar einer ganzen Gemeinschaft oder einer Familie. Man will vielleicht den Status einer Person zerstören.
oder will ihm emotional oder finanziell schaden. Also es geht darum, tatsächlich Leid jemandem zuzufügen. Das wird als besonders gravierende oder schwerwiegende Lüge betrachtet. Aus buddhistischer Sicht und auch bei Mönchen und Nonnen wird das immer so betrachtet. Wenn zum Beispiel jemand, wenn ich einem anderen Mönch etwas in die Schuhe schieben wollen würde, weiß nicht, weil ich neidisch bin oder was auch immer, vielleicht ist das ein super Meditierender und ich nicht und ich bin neidisch, aber dann fange ich an, so Lügen oder Gerüchte zu streuen, die überhaupt nicht wahr sind, aber ich möchte ihm irgendwie schaden. Und wenn das dann dazu führt, vielleicht, dass sogar jemand vom spirituellen Weg abkommt oder dermaßen angeschuldigt wird, dass er tatsächlich das Leben aufgibt eines Mönches und dann total auf eine schiefe Bahn gerät oder sowas. Das wäre extrem gravierend, wenn man sich überlegt, selbst weltlich gesehen ist sowas, jemanden in den Dreck ziehen ohne Basis oder generell jemanden in den Dreck ziehen, ist schon eine harte Sache. Wenn das aber sogar dazu führt, dass man einen spirituellen Weg verlässt, der quasi zum ultimativen Freisein von Leid führt, dann ist das wie nochmal multipliziert mal 1000, was die Härte angeht, was man damit anrichtet, jemanden wirklich von einem sehr heilsamen Weg abzubringen. Und dann auch unter Mönchen und Nonnen genau das Gleiche, aber wie auch im weltlichen Leben, dann wird auch sehr gravierend angesehen, Lügen oder Unwahrheiten, die bewusst dazu führen wollen, dass man eine Gemeinschaft, die eigentlich in Harmonie lebt oder praktiziert oder dann auch vielleicht eine Familie oder wie auch immer, wenn man die probiert zu spalten, dass man so intrigant Gerüchte sät, hier und da, dass dann also eine gesamte Gemeinschaft zerbricht daran. Genau. Dann haben wir sowas, das kann man nennen selbstsüchtige Lügen. Das sind dann all die Dinge, die wir eben schon genannt haben, wo vielleicht Politiker und so weiter für ihr eigenes Wohl Unwahrheiten benutzen, um sich selber zu bereichern. Dann haben wir sowas wie verteidigende Lügen. Also wenn man sich selber in eine prekäre Situation gebracht hat oder man hat selber Fehler begangen oder man trägt selber Verantwortung für etwas, wo was schiefgegangen ist. Aber um diese Verantwortung nicht übernehmen zu müssen, probiert man Ausreden zu erfinden oder man lügt, um nicht die Schuld oder nicht die Verantwortung tragen zu müssen für das, was passiert ist. Dann hat Vico Bodhi noch sowas beschrieben, was man einfach nur geringfügige Lügen nennen kann. Und da würde jetzt, was die Frage vorhin angeht, auch sowas wie die Satire und so weiter zu zählen. Das sind jetzt keine Lügen, die einen bestimmten Nutzen für einen selber haben, dass man sich irgendwie bereichert, aber dennoch ist es Unwahrheit. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel Satire verwendet wird, um quasi punktuiert wirklich andere Fakten nochmal mit mehr Spitze oder mit mehr Klarheit darzustellen, dann ist es nochmal was anderes. Denn beim Buddhismus zählt ja immer auch die Absicht dahinter, wo wir dann jetzt auch im nächsten Kapitel kommen. Aber hier so geringfügige Lügen, das sind dann vielleicht humorvolle Lügen, wenn man einen Witz macht oder dass man Lacher oder Aufmerksamkeit bekommt oder auch Notlügen, die nicht wirklich anderen schaden und auch einem selber nicht wirklich, wirklich großen Nutzen bringen. Aber allgemein zu all dieser Arten von Lüge oder Unwahrheit hätte der Buddha trotzdem gesagt, selbst mit Kleinigkeiten fängt es an oder kann es anfangen. Da gehört dann immer die nötige Bewusstheit dazu, um zu gucken, dass es eben nicht ausartet. Und dann, wenn wir jetzt schauen, was ist dann mit dem Thema, dass man lügt, aber mit der Absicht, andere Wesen oder andere Personen zu schützen? Da hat Bhikkhu Bodhi das sowas genannt wie: Auf der einen Seite steht vielleicht der Anspruch, dass man hundertprozentig ehrlich sein möchte, weil wir das ja auch üben wollen. Wir haben diese fünf Achtsamkeitsübungen und wir wollen uns in rechter Rede oder in heilsamer Rede üben. Und dann denkt man vielleicht, man muss hundertprozentig ehrlich sein. Zu jeder Zeit, in jedem Kontext. Aber dann gibt es eben auch Situationen, wo man oder wo man lügen könnte und damit Leben schützt. Und Bhikkhu Bodhi selber hat gesagt, dass er in den überlieferten Texten von Buddha selbst hat er jetzt keine hundertprozentige Antwort darauf gefunden, was jetzt der Buddha davon halten würde. Aber Bhikkhu Bodhis eigene Meinung ist, dass es diese hundertprozentige Ehrlichkeit, das kann man zwar versuchen, aber das wäre nicht wirklich im Sinne des buddhistischen Weges, wenn man eben Situationen mit einbezieht, wo der Anspruch, ehrlich zu sein,
sich stößt oder anstößt mit anderen moralischen Ansprüchen. Und das sind eben diese Lügen, um andere zu schützen. Da gibt es ja Situationen, von denen wir schon gehört haben, wie im Zweiten Weltkrieg, wo verfolgte Juden bei den Bürgern aus Deutschland, Holland, Frankreich, Polen und so weiter Unterschlupf gefunden haben. Die wurden dort versteckt, sei es im Keller oder unterm Dach. Und wenn dann diese Häuser von der Armee oder von den Nazis besucht wurden, gefragt wurden, habt ihr Juden versteckt oder habt ihr welche gesehen? Wenn man dann eben sich in hundertprozentig Ehrlichkeit üben möchte, dann heißt das, dass dann diese Juden gefangen, vielleicht in Konzentrationslager gebracht werden und dort umgebracht werden oder zu Tode gearbeitet werden. Und wenn man aber dann auch den buddhistischen Weg sich nochmal vergegenwärtigt, es geht ja darum, kein Leid anderen Lebewesen zuzufügen, aber wenn man weiß, dass indirekt die eigene Handlung extrem viel Leid bringen wird für andere, dann müsste man hier eben abwägen. Und da sagt dann Vico Bodhi auch ganz klar, dass, dass eine Lüge in diesem Fall wiegt karmisch verschwindend gering mit dem Vorteil von Schutz und Leben retten, den man eben dadurch bewirkt. Da muss man eben schauen, dass man das von Situation zu Situation sich immer bei vielen Dingen klar machen muss. Und dann vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus, was vielleicht etwas zeitnah ist für uns jetzt heute, wo wir das vielleicht nachvollziehen können. Wenn man häusliche Gewalt mitbekommt und eine Frau von ihrem Ehemann geschlagen oder missbraucht wird und sie es schafft, sich davon zu befreien oder sich traut, wegzurennen von dort und dann erstmal bei einer Freundin unterkommt oder in einem Frauenhaus und sowas. Oder dann der Ehemann dort vorbeischaut und sagt, habt ihr meine Frau gesehen? Und natürlich haben sie gesehen, sie ist vielleicht auch gerade dort im Unterschlupf. Dann würde man auch dort jetzt nicht sagen, wenn man sieht, dieser Mann ist immer noch total auf 180 und man merkt auch, da hat sich nichts geändert bei dieser Person. Und dann weiß man, man lügt jetzt in dieser Situation zum Wohle dieser Frau, damit sie in Sicherheit bleibt. Genau. Und da guckt man eben, immer wenn dann also zwei moralische Ansprüche aufeinanderprallen, da muss man entscheiden von Situation zu Situation, was dann zum größtmöglichen Wohl von allen Beteiligten ist. Genau. Dann geht es jetzt dann um die großen Themen, dann was sind denn die Nachteile von Unaufrichtigkeit und danach dann die Vorteile von Aufrichtigkeit. Ganz einfach erstmal am Anfang, auch wenn man das vielleicht nicht immer wahrhaben will, jede Lüge oder jede, also vor allem wenn es diese böswilligen oder selbstsüchtigen Lügen sind, das zieht immer eine Art von Gewissensbiss nach sich. Und wenn man das eingestehen will oder nicht, im Unterbewusstsein macht das was mit einem. Weil ein Stück weit, hat Vico Bodhi das sehr, sehr gut erklärt, ein Stück weit wissen wir bei jeder Lüge, egal ob wir das aus Angst tun oder aus Selbstsucht oder aus Wut oder wie auch immer, wenn man die Unwahrheit spricht, dann ist es ein Stück weit ein Betrug an dem Vertrauen der Menschen, mit denen wir gerade am Sprechen sind. Die anderen vertrauen uns und sie glauben uns, wenn wir etwas sagen. Und wir betrügen das so ein Stück weit. Wir übergehen das ein Stück weit oder nutzen das vielleicht sogar für unsere eigenen Zwecke aus. Und das wiegt auf dem eigenen Gewissen. Ob man das jetzt, ob man da empfindlich für ist oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Und auch was der Buddha meinte, dass das eben langsam zur Gewohnheit werden kann und aus kleinen Lügen dann größere werden können, wenn man nicht ertappt wird. Dann kriegt das langsam Fahrt und dann wird man vielleicht auch irgendwann taub dafür. Aber prinzipiell gibt es also eben einen dieser Nachteile, der dann Gewissensbisse ist. Dann nächster Schritt ist, dass wenn man erstmal Unwahrheit ausgesprochen hat und wenn es damit weggekommen, dann kann das auch langsam nach sich ziehen, dass man denkt, hey, vielleicht schaffe ich es ja nochmal oder man wird langsam, oder es kann zu einer Gewohnheit werden, zu lügen oder durch Lügen sich durchs Leben zu schlagen. Genau. Dann wird es langsam wie so zu einem Werkzeug, was man benutzt, wann immer es sich anbietet. Und dann ein weiterer Aspekt oder wie die Natur von Lügen ist, dass wenn man eine Lüge in die Welt setzt, dann, weil es ja die Unwahrheit ist, die natürlich keine Basis hat, dann braucht es eben, wenn man dann den Finger draufgelegt kriegt, dann braucht man weitere Lügen, um das zu untermauern. Und da hat dann Vico Bodhi von sich erzählt, als er noch ein kleiner Junge war, so 6, 7 Jahre alt, da hat er
Geld aus dem Portemonnaie seiner Mama gestohlen, und, um sich so einen schicken Füllfederhalter zu kaufen, so ein Set für die Schule. Und dann haben aber seine Eltern das mitgekriegt, dass er so einen schicken neuen Füller hat und haben ihn gefragt, wo hast du denn das her? Und da hat er ganz, war er halt auch, ja, dann Mist, jetzt habe ich schon eine Unaufrichtigkeit hinter mir, was mache ich jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, das hat mir Oma geschenkt, das Geld. Das Blöde war nur, Oma lebt auch mit denen im gleichen Haus. Das heißt, die Eltern konnten sofort nachfragen bei Oma. Und Oma hat gesagt, nee, also von mir hat er das Geld nicht. Dann haben die Eltern nochmal nachgefragt, ja, wo hast du es denn wirklich her? Und dann ist es rausgekommen und die Eltern waren natürlich auch ein bisschen enttäuscht, aber dann hat Vico Bodi auch erklärt, etwas, was ihnen geholfen hat für den Rest seines Lebens, war, sie waren dann natürlich so, jetzt waren sie nicht wütend auf ihn, aber sie haben gesagt, sie sind enttäuscht, nicht weil er gestohlen hat oder so, sondern weil er dann, als sie nachgefragt haben, dass er da gelogen hat und sich nicht aufrichtig gezeigt hat und gesagt hat, ja, ich habe das gestohlen, weil mir war das so wichtig, diesen Füllfederhalter zu haben. Und das da wurde also recht prägnant bei ihm klar gemacht, da ging es um Unaufrichtigkeit. Und das hat ihm eigentlich geholfen, das dann bis zum heutigen Tag nicht mehr zu vergessen. Und er meint auch, wer weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn er vielleicht damit durchgekommen wäre. Man steckt einfach nie drin bei solchen Handlungen, inwieweit die sich potenzieren, vervielfältigen, verstärken. Und deswegen ist es immer besser, auch bei kleinen Sachen darauf zu achten. Und dann auch sieht man eben an diesem Beispiel, dass wenn man eben mit einer Lüge oder Unwahrheit beginnt, dann zieht das eben nach sich, dass man die untermauern muss mit anderen Lügen. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Kartenhaus. Das wird vielleicht dann riesig, dieses Netz aus Lügen oder dieses Kartenhaus aus Lügen. Aber je größer das wird, das macht es nicht unbedingt stabiler, sondern im Grunde sogar nur noch anfälliger, weil dann an jeder Ecke kann irgendwas wackeln und sobald es irgendwo anfängt einzubrechen, wenn eine Lüge entlarvt ist, dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und mit Wahrheit ist es eben gerade andersherum. Wahrheit, wenn man wirklich Wahrheit ausspricht, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es einen selber verletzt oder man sich selber vielleicht verletzlich zeigt, das ist Wahrheit und die hat Boden, die hat Fundament, die hat Kraft. Das kann nicht noch mehr zusammenbrechen, auch wenn es unangenehme Wahrheiten sind, weil Wahrheit ist Wahrheit. Da kann keiner was dran drehen. Idealerweise, also auch da wieder, wenn man nach Amerika schaut, wo dann eben von alternativen Fakten die Rede ist, da ja, so der Kreativität sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Aber prinzipiell im Vergleich also zu der Lüge oder der Unwahrheit, besitzt Wahrheit oder Realität oder Wirklichkeit eben eine viel größere Stabilität oder viel größere Klarheit. Und wenn man das zu seinem Grundmodus macht, dann gibt das einem selber auch sehr viel Vertrauen. Genau. Und wenn dann auch erstmal so ein großes Kartenhaus an Lügen zusammenbricht, diese Person, die wird dann meistens eben auch als Lügner abgestempelt, man glaubt der Person nicht mehr so viel. Es ist schwieriger, wieder Kontakt aufzubauen. Man hat sich vielleicht sehr distanziert von den Leuten. Ja. Und dann gleichzeitig, wie wir es vorhin schon hatten, untergraben Lügen, also den Zusammenhalt von Gesellschaft. Wenn an den oberen Stellen der Gesellschaft das falsch vorgelebt wird, dann denkt sich der Rest der Gesellschaft vielleicht, warum sollte ich mich daran halten? Oder es kommt zu einer Gegenbewegung. Oder Moralität oder Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit und Vertrauen, die ja sowas wie so ein Kleber sind, der die Gesellschaft zusammenhält, dann, wenn das mit Füßen getreten wird, dann kann sich Misstrauen auch ausbreiten, weil wenn man schon den Leuten, die die Gesellschaft führen oder leiten sollen oder als Vorbilder wirken, wenn die sich nicht daran halten und man kann denen nicht trauen, wem kann ich denn dann trauen in der Gesellschaft? Und wenn das Vertrauen in einer Gesellschaft erstmal fort ist oder immer weniger wird, dann wird es sehr, sehr schwierig, also harmonisch zusammenzuleben. Weil eben Vertrauen oder das also Vertrauen ist wieder das Wichtigste für ein harmonisches Miteinander. Dann nächster Schritt, was an Nachteilen auf uns wartet, ist, dass wenn man das erstmal zu gewohnheitsmäßig tut mit dem Lügen, dann glaubt man das am Ende irgendwann. Man hat es sich so oft eingeredet oder man hat so oft darüber gesprochen, dass man nicht mehr merkt, wo ist Realität und wo ist Lüge. Wo ist die Grenze oder wo habe ich jetzt bewusst eine Lüge ausgesprochen oder was anderen vorgemacht oder auch mir selber was vorgemacht? Ja, genau.
Und dazu hat dann Vico Bodhi gesagt, was man sich auch bewusst machen sollte, wenn es um das Thema Wahrhaftigkeit geht, ist, wenn man die Unwahrheit spricht oder sich selber oder anderen was vormacht, dann ist das nicht nur jetzt nur in Anführungszeichen moralisch oder ethisch nicht in Ordnung, sondern man kultiviert da im Grunde eine Falschdarstellung oder Verzerrung von Realität oder von Wirklichkeit. Wie die Dinge also wirklich sind, das probiert man zu vertuschen, zu verändern, zu verzerren. Man geht gegen Wirklichkeit und das ist aus buddhistischer Sicht eine Gewohnheit, die extrem hinderlich ist, wenn man eben sich auf den Weg begeben möchte, wo es ja um Wahrheit oder Wirklichkeit geht, weil Befreiung oder Erleuchtung oder auch Dharma ist im Grunde zu schauen, wie die Dinge wirklich sind, wie die Natur des Geistes oder die Natur der Dinge wirklich sind. Und das geht nur, wenn man eine Gewohnheit aufbaut, wirklich offen und ehrlich Dinge und sich selber und den Geist und Situationen anzuschauen, so wie sie wirklich sind. Und wenn man jetzt lügt, handelt man quasi gegen die Wirklichkeit, gegen Wahrheit oder gegen Realität. Und wenn man das dann auch noch ausspricht oder anderen vormacht, dann kultiviert man und verbreitet man quasi Unwahrheit oder Unwirklichkeit. Erstmal nicht nur bei sich selber, sondern auch bei anderen. Und dann kann man vielleicht irgendwann später wirklich selber davon überzeugt sein, dass es so ist, wie man sich das selber zurechtgeredet hat. Und dann wird man Opfer seiner eigenen Unaufrichtigkeit und distanziert sich dadurch auch immer mehr und mehr von Wirklichkeit oder von Wahrheit. Und das Zentrum von all dieser Sache ist dann wieder aus buddhistischer Sicht das Ich, was im Zentrum von Unaufrichtigkeit steht. Ich im Sinne von ewiges oder ewiger Kern, ein ewiger Kern eines Ichs oder eines Selbst, unveränderlich. Das, was wir immer alles persönlich nehmen, basiert immer auf der Grundlage davon, dass wir Ich als Ich wahrnehmen. Da muss ich jetzt heute einfach kurz machen. Das kommt dann in den nächsten Wochen, wenn dann das Thema Weisheit kommt am Ende. Da geht es darum, die große Erkenntnis des Buddhas war, dass das Ich, so wie wir das immer wahrnehmen und das, was wir alles persönlich nehmen, nicht derart existiert, wie wir das wahrnehmen. Aber wenn wir dieses Ich zu ernst oder zu arg daran festhalten, wenn man ein Ich wahrnimmt, dann gibt es dem gegenüber immer ein Du, also Dualität. Und dann muss man das Ich, das, was mir gehört, muss man beschützen und verteidigen gegenüber dem Du oder gegenüber anderen oder Besseren oder Schlechteren. Und das Ich, wenn wir dann gesehen haben, dass mit Lügen wollen wir uns selber bereichern oder Vorteile verschaffen. Wir wollen uns selber in besserem Licht sehen oder darstellen. Oder wir wollen uns selber verteidigen oder rausreden mit Lügen und so weiter. Oder wir wollen andere, das Du, also attackieren oder überwinden durch Lügen oder Unwahrheiten oder Gerüchte und so weiter, weil wir das Du oder das Gegenüber als Rivale sehen. Und das, einen Rivalen kann man auch wieder nur haben, wenn das Ich sehr, sehr stark ist oder das Ego sehr, sehr stark ist. Und wir sehen also, dass dann quasi wenn man es runterbricht, basiert diese ganze Unaufrichtigkeit auf dem Hauptaspekt, dass man dieses Ich als Ich wahrnimmt. Und das wiederum basiert auf dem Faktor, den der Buddha nennt, Unwissenheit oder Unklarheit des Geistes oder Verblendung, dass man also die Dinge nicht sieht, wie sie wirklich sind. Und wenn wir also dann uns viel in Unwahrheit oder Unaufrichtigkeit üben, dann stärken wir damit also auch diese Unwissenheit oder Verblendung, die Dinge nicht wirklich zu sehen, wie sie sind, sondern verblendet wahrzunehmen oder unklar wahrzunehmen. Und diese Unwissenheit ist mitverantwortlich, der Hauptverantwortlich für diesen gesamten Kreislauf an Leid oder Wiedergeburt. Wenn man sich dann jetzt die Vorteile anschaut, auf der anderen Seite, wenn man Wahrhaftigkeit übt und kultiviert oder Ehrlichkeit sich selber gegenüber und anderen gegenüber, sei es jetzt also nicht nur im Sprechen, sondern auch seinen eigenen Fehlern oder Schwierigkeiten gegenüber, dass man einfach wirklich offen und ehrlich anschaut, wie man selbst ist, wie die Dinge sind. Dann als allererstes hat man ein reineres Gewissen, das heißt, wo wir vorher diese Gewissensbisse haben, die fallen dann weg. Man ist mehr mit sich im Reinen, mit sich oder auch mit anderen, man muss sich nicht so arg verteidigen und es gibt keinen Grund, sich zu verteidigen, wenn man wirklich ehrlich mit sich ist. Und das wiederum führt dazu, dass man bedeutungsvollere Beziehungen zu anderen führen kann, weil wenn man offen und ehrlich mit sich selber ist, dann kann man das auch mit anderen sein und dann
gibt es dort nicht diese Barrieren, die eben nur dann auftreten können, wenn man Sachen verheimlicht oder wenn man Sachen vertuscht oder täuschen möchte. Das fühlt man und dann entstehen Wände oder Distanz oder es tut sich eine große Kluft auf zwischen einem selbst und anderen. Und wenn man eben mit sich im Reinen ist und offen und ehrlich mit sich, auch mit seinen Schwierigkeiten ist und klar und deutlich kommuniziert, wie die Sachen sind, das fühlen andere, fühlen Vertrauen zu einem und dann können sich in den Gesprächen oder in den Beziehungen, die man zu anderen Menschen hat, dann kann sich das sehr vertiefen und auch sehr, sehr nährend sein, sehr berührend sein. Da können sehr heilsame Beziehungen daraus erwachsen, die dann alle bereichern gleichermaßen und nicht nur einen. Und dann hat der Buddha auch ganz deutlich gemacht, dass eben die eigentliche, oder dann natürlich der Buddha hat damit angefangen, aber in allen buddhistischen Traditionen gleichermaßen wird darauf Wert gelegt, wenn man sich selber verändern oder transformieren oder weiterentwickeln möchte oder auch auf dem spirituellen Weg voranschreiten will, dann geht das eigentlich nur auf Basis von Ehrlichkeit, weil nur wenn man, also wenn man etwas an sich verändern möchte oder Schwierigkeiten überwinden möchte, dann muss man erstmal genau hinschauen, wo denn diese Schwierigkeiten sind und was die Ursachen dafür sind. Das geht nur mit Ehrlichkeit, das geht nur, wenn man hinschaut. Und der Buddha selbst hat dann das treffend beschrieben, wenn er sagt, eine Person mit einem eher niedrigen spirituellen Potenzial spricht viel und gerne über die Fehler von anderen, aber hat sehr große Schwierigkeiten damit, die eigenen Unzulänglichkeiten oder Fehler zuzugeben. Aber eine Person mit sehr hohem spirituellen Potenzial hat keine Schwierigkeiten damit, eigene Unzulänglichkeiten preiszugeben oder sich bewusst zu machen und wird eher wenig damit Zeit verbringen, über die Fehler von anderen zu sprechen. Und das soll jetzt aber hier an der Stelle nicht bedeuten, dass man jetzt ständig anfängt, nur noch über die Fehler von sich selber zu sprechen und das irgendwie als spirituelle Übung zu sehen, weil dann geht man vielleicht den Leuten eher nach und nach auf den Senkel oder so, wenn man nur noch erzählt, oh, meine vielen Probleme, schaut mal. Also das soll hier an der Stelle eher heißen, man weiß über seine eigenen Schwierigkeiten, Probleme oder destruktiven Gewohnheiten Bescheid. Das muss man auch wissen, damit man sich mit ihnen auseinandersetzen kann. Und wenn es notwendig ist, kann man das auch offen und ehrlich aussprechen, wenn man darauf, wenn das Sinn macht, dass wenn man zum Beispiel es bringt zum Beispiel wenig zu einer Therapie zu gehen, wenn man dann dem Therapeuten was vormacht und nicht irgendwie auf den Tisch legt, was quasi einem, wo einem der Schuh drückt. Da wäre es dann sehr vorteilhaft zu sagen, wo die Schwierigkeiten liegen. Aber man sollte das jetzt nicht irgendwie als, manche holen ja auch vielleicht ihre Aufmerksamkeit dadurch oder wollen vielleicht Komplimente haben, indem man ständig sagt, wo man nicht gut genug ist und so weiter. Das ist damit jetzt nicht gemeint. Als Beispiel kann man sich vorstellen, wie wir alle sind quasi Gärtner unseres eigenen Gartens. Unser Geist ist wie unser Garten. Aber wenn wir ständig am Gartenzaun stehen und über die Gärten von anderen Leuten meckern, erstens haben wir nicht viel Einfluss darüber, wie die anderen Leute ihre Gärten bestellen. Und zweitens, während wir die anderen Leute anmeckern und sagen, wie hast du deinen Garten da vernachlässigt und sowas, in der Zeit vernachlässigen wir ja unseren eigenen Garten. Der bleibt quasi unbestellt. Aber unser eigener Garten ist ja das Einzige, wo wir wirklich, oder unser eigener Geist ist ja das Einzige, wo wir wirklich Einfluss haben oder größeren Einfluss haben. Und nur da können wir auch wirklich was ernten, wenn wir den Garten gut bestellen. Und wenn man also sich selber weiterentwickeln mag oder wenn man Dinge verändern will, dann geht es nur, wenn man sich über seine eigenen ungelösten Schwierigkeiten oder destruktiven Gewohnheiten bewusst wird. Wenn man etwas loslassen will, dann muss man erstmal sehen, dass man es überhaupt in der Hand hat. Genau. Bei den Mönchen und Nonnen, wenn man das da nochmal spezifisch erklären mag, da gibt es die Tradition, dass wenn man kleinere oder auch größere Fehltritte hatte oder Dinge getan hat, die einem auf dem Gewissen liegen, dann geht man zu einem guten spirituellen Freund, Freundin oder wenn man dann hat, eine Lehrerin oder Lehrer oder damals zur Zeit Buddhas ist man zum Buddha selber gegangen, hat dann offen darüber gesprochen, was einem auf dem Herzen liegt, hat dann auch darüber gesprochen, wie kam es dazu, schaut, dass man den Entschluss fasst, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann, dass man konstruktiv damit umgeht. Jetzt nicht als so eine, also nicht, dass man da jetzt sich irgendwie so einen Schuldtrip reinzieht, weil Schuld ist extrem lähmend. Also der Buddha hat selber davon gesprochen, dass es sowas wie positive Scham oder positive Angst gibt,
davor, Dinge zu tun, die unheilsam sind. Das ist auch was Heilsames. Aber hier, wenn man von so einem Schuldtrip spricht, wo man einfach gelähmt ist von Schuldgefühlen, das ist definitiv unheilsam und hindert uns daran, wirklich zu heilen, auch wenn Dinge einem auf dem Herzen liegen. Da wäre es also besser, dann konstruktiv damit umzugehen. Aber es hilft einfach manchmal, das Herz zu erleichtern und mit jemandem darüber zu sprechen. Dann kann man auch gemeinsam vielleicht Wege finden, wie man das nächste Mal anders damit umgehen kann. Wenn man selber in so einer Gewohnheitsspirale sitzt, dann ist es manchmal schwer, vielleicht andere Wege kennenzulernen. Oder fängt vielleicht mit was Neuem an, aber die Wege treffen dann später wieder die gleiche Spirale. Genau. Und dann haben wir es schon manchmal jetzt angerissen. Also im Buddhismus geht es ja bei der Erfahrung von Erleuchtung oder Befreiung dann tatsächlich um sowas wie ultimative Wahrheit, dass man wirklich sieht, wie die Dinge sind. Also Befreiung, Dharma oder Nirvana sind wie ein Einblick darin, in die ultimative Klarheit darüber, wie die Natur des Geistes oder der Wirklichkeit ist. Wenn man also sich in Wahrhaftigkeit übt, dann trainiert man den Geist schon oder stärkt die Gewohnheit oder die Tendenz dazu, sich eher in Richtung Wahrheit zu bewegen und weg von Unwahrheit. Das hilft einem also früher oder später auch dabei, immer näher in Richtung Wahrheit im Sinne von ultimativer Wahrheit oder Befreiung zu gelangen. Und auch das fängt wieder mit kleinen Dingen an, aber kann sich dann langsam multiplizieren oder zusammen addieren, dass es uns auf diesem Weg begleitet, dass wir auf diesem Weg in Richtung Wahrheit bleiben. Und das Gegenteil eben von Wahrheit, die Verblendung wird auch manchmal wie so als dunkle Wolken beschrieben, dass man sagt, wie der Geist ist ganz benebelt oder ganz unklar, weil da so viele Wolken an Verblendung oder Unklarheit des Geistes sind. Und die möchte man vertreiben und sich dann wieder in Richtung Klarheit bewegen. Und Aufrichtigkeit und Wahrheit kann man dann sehen wie so als zwei Begleiter, die uns ermutigen, auf diesem Weg zu bleiben, auch wenn es zwischendurch schwierig ist, weil sich mit den eigenen Unzulänglichkeiten oder mit Schwierigkeiten oder mit destruktiven Gewohnheiten auseinanderzusetzen, ist keine einfache Sache. Es manchmal geht auch an die Substanz. Aber wenn man sich dann dieser Vorteile bewusst ist, dass es also früher oder später hilft, uns diese Aufrichtigkeit dabei, auch diese Schwierigkeiten oder Hindernisse zu überwinden. Und wenn wir uns dann noch wieder in vergegenwärtigen, dass eben Wahrheit immer mehr Stabilität bringt als jede noch so komplizierte oder detaillierte Lüge, dann kann es uns helfen, uns auch mit diesen schwierigen Dingen auseinanderzusetzen. Dann, das ist dann der letzte von den Punkten, genau. Wenn wir uns kontinuierlich mit Wahrhaftigkeit auseinandersetzen und das kultivieren, dann haben wir einerseits trainieren wir Vertrauen oder Zuversicht uns selber gegenüber, dass wir also Selbstvertrauen oder Selbstzuversicht entwickeln oder entfalten. Und das gibt uns wieder Mut oder Freude, am Ball zu bleiben. Und gleichzeitig aber auch strahlt das wie nach außen aus eine Atmosphäre, wo sich Leute wohlfühlen, weil Vertrauen und Zuversicht eben wie die Basis von jeder angenehmen, harmonischen Beziehung ist. Allerdings muss man hier sagen, leider kann man nicht sagen, nur weil sich jemand vertrauensvoll anfühlt, heißt es auch, dass der immer wahrhaftig ist. Also man kann das ja auch vorspielen. Aber man kann sagen, im Umkehrschluss, jeder, der wirklich wahrhaftig ist, strahlt auch dieses Vertrauen aus. So rum kann man das sagen. Andersherum leider nicht immer, weil da kann man auch tricksen. Genau. So, und dann gibt es also eine Tradition, die es schon zur Zeit Buddhas gab und die sich dann entwickelt hat, auch in alle buddhistischen Traditionen hinein. Manche haben das mehr im Vordergrund, manche weniger. Man spricht, wenn man, wie vorhin schon gesagt, Wahrheit hat eher Stabilität, Stärke, Kraft. Ist nicht so, kann man nicht leicht irgendwie zum Wanken bringen, so wie so ein Kartenhaus. Der Buddha selber wurde auch beschrieben, als Verkünder von Wahrheit und auch als Personifizierung von Wahrheit. Und man sagt, so wie der Buddha, das war auf Pali heißt das Satchavadi, also Satcha ist die Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, Vadi ist wie der Verkünder oder der Sprecher von Wahrheit. Und man sagt auch, dass der Buddha, so wie er gesprochen hat, so hat er auch gehandelt. Und so wie er gehandelt hat, so hat er auch gesprochen. Und das ist also nochmal ein wichtiger Punkt, dass man Wahrheit nicht nur spricht,
oder nicht nur darüber spricht, sondern auch dementsprechend handelt oder dementsprechend lebt. Also unsere Handlungen sollten mit den Worten im Einklang sein und unsere Worte sollten mit unseren Handlungen im Einklang sein. Und dann, wenn man über längere Zeit Wahrheit übt, Wahrheit kultiviert, Wahrheit pflegt, dann, so sagt man, und so ist es überliefert worden, kann die Bekundung oder die Aussprache einer starken, kräftigen Wahrheit spirituelle Kraft entwickeln, die sogar, so sagt man, sich auf die materielle Ebene der Welt auswirken kann. Wenn also dann die Absicht hinter so einer Wahrheitsbekundung heilsam ist, dass man also für sein eigenes oder für andere Leute wohlwirken will, reine Absicht hat, reines Herz, dann allein das Aussprechen einer Wahrheit kann große Kraft mit sich bringen. Da gibt es also zum Beispiel die buddhistischen Lehrreden, die Sutras oder Sutten, die beinhalten ja die Worte Buddhas und die sind wiederum repräsentativ für Wahrheit oder beziehen sich auf den Weg zur Wahrheit oder zu dem Weg zur Befreiung. Und am Ende von solchen Rezitationen oder Gesängen von diesen Lehrreden des Buddhas gibt es zum Beispiel im Theravada-Buddhismus Verse, die man dann am Ende nochmal rezitiert und sagt, Kraft dieser Wahrheit, also die Wahrheit dieser Lehrreden, die wir jetzt gerade laut gesprochen haben, Kraft dieser Wahrheiten des Buddhas, mögen alle Wesen gesund, glücklich, sicher und frei von Leiden sein. Und da gibt es dann ein paar buddhistische Überlieferungen, wo man also das Aussprechen von Wahrheit genutzt hat und dadurch wie so spirituelle oder fast schon übernatürliche Kraft freigesetzt hat, die sich dann heilsam ausgewirkt hat. Und da gibt es jetzt, ich glaube, drei kurze, schöne Geschichten. Eine sehr nochmal eher ernste, die andere sind auch ernst, aber auch ein bisschen lustig. Schauen wir nochmal. Also die erste ist einmal ein sehr bekannter buddhistischer Schüler, Mönchschüler des Buddhas, der hieß Angulimala. Angulimala war in seinem Leben, bevor er Mönch geworden ist, ein Serienmörder und hat viele Menschen, also aus kompletter Verblendung heraus, viele Menschen umgebracht. Und durch das Treffen mit dem Buddha hat er tatsächlich es geschafft, einen vollständigen Sinneswandel zu tun und hat dann auch als Mönch Befreiung oder Erleuchtung realisiert. Und eines Tages war er dann auf dem Almosengang, wo man um Essen gebettelt hat als Bettelmönch und hat eine Frau sehr laut schreien hören. Und das war eine schwangere Frau, die gerade dabei war, das Kind zu gebären, aber hat große Schwierigkeiten bei der Geburt gehabt, Komplikationen, sehr, sehr viel Schmerz und hat geschrien und geschrien. Und Angulimala hat das gehört und ist dazugegangen und hat mit einem Vers, mit einer Wahrheitsbekundung, mit der Absicht gesprochen, die folgende Wahrheit, die ich jetzt ausspreche, möge Kraft dieser Wahrheit diese Geburt ohne Schwierigkeiten vonstatten gehen und möge es der Mutter und dem Kind gut gehen. Und die Wahrheit, die er ausgesprochen hat, war, weil er wusste ja von seinem Leben, bevor er Mönch geworden ist, hat er viel, viel Leid angerichtet, viele Menschen umgebracht. Und dann hat er aber ausgesprochen, dass seit ich die Erleuchtung erlangt habe, kann ich mich nicht entsinnen, je ein Lebewesen vorsätzlich getötet zu haben. Und Kraft dieser Wahrheit oder Kraft der Wahrheit dieser Tugend möge diese Mutter hier und das ungeborene Kind wohl sein. Und tatsächlich, so die Überlieferung, hat dann daraufhin die Mutter das Kind ohne jegliche Schwierigkeiten und in Kürze zur Welt bringen können. Das ist so eine der Überlieferungen. Und das ist eine sehr bekannte. Das heißt, diese Geschichte wird auch oft in vielen buddhistischen Theravada-Zentren regelmäßig rezitiert oder gesprochen, weil man sagt dann, da ist großer Segen dahinter, das so auszusprechen. Eine zweite Geschichte ist die aus der Zeit von dem buddhistischen König Ashoka. Und das ist die Geschichte von der Prostituierten und dem Fluss Ganges. Der berühmte buddhistische König Ashoka, der hat sich eines Tages gefragt, ob es wohl möglich sei, den großen, mächtigen Fluss Ganges umzudrehen, dass dann das Wasser umgekehrt fließt in die andere Richtung. Und diese Frage sprach sich rum in der Stadt und eine Prostituierte fortgeschrittenen Alters hörte davon und dachte, naja, ich kann es ja mal probieren. Und sie versuchte es mit einer Wahrheitsbekundung. Und sie sprach eine Wahrheitsbekundung aus und tatsächlich floss dann der Ganges für kurze Zeit verkehrt herum. Und König Ashoka fragte, wie das denn möglich war, hat herausgefunden, dass es diese ältere Prostituierte war, die das geschafft hat.
hat sie eingeladen und hat gefragt, mit was für einer Kraft hast du das denn geschafft? Du bist doch hier aus dem untersten Teil der Gesellschaft. Wie kannst du denn große Kraft haben, den ganzen Ganges umzudrehen? Und die Prostituierte hat ihm mitgeteilt, dass ihre Wahrheitsbekundung die folgende war. Sie hat gesagt, in all den Jahren, in denen ich als Prostituierte gearbeitet habe, habe ich kein einziges Mal Unterschiede gemacht zwischen Männern unterschiedlicher Kaste oder Status oder Reichtum oder Macht. Ich habe von allen Männern dieselben Gebühren genommen und habe sie alle gleich behandelt, jeden Kunden, ohne jegliche Diskriminierung. Und Kraft dieser von mir ausgesprochenen Wahrheit möge der Ganges aufwärts fließen. Und auch diese Art von Wahrheitsbekundung hatte also große Kraft dahinter, wenn es vollkommen die Wahrheit ist, von der man spricht. Und dann noch eine letzte von diesen Geschichten, die auch nochmal ein bisschen humorvoll ist. Ist eine Familie, die ihren vergifteten Sohn retten wollte. Da war ein Sohn von einer Familie, der von einer Giftschlange gebissen wurde. Und er lag im Sterben. Und die Familie hatte sich schon an viele Ärzte gewandt, aber keiner konnte helfen. Und da hat sich die Familie noch verzweifelt an einen Mönch gewendet und hoffte, dass der vielleicht irgendwelche mystische Kraft hat oder irgendwas tun kann, was dort helfen kann. Und der Mönch versuchte dann mit einer Wahrheitsbekundung das Gift aus dem Jungen zu erwirken und sprach dann mit der Absicht, okay, möge jetzt diese Wahrheitsbekundung helfen, dass das Gift aus dem Körper des Jungen austritt. Und dieser Mönch sprach dann, okay, nachdem ich als Mönch ordiniert habe, lebte ich einige Zeit für ein paar Wochen zufrieden und glücklich. Doch seit dem Zeitpunkt, nach diesen ersten 2 Wochen meines ordinierten Lebens, bis heute habe ich für nun schon 30 Jahre ein wirklich unzufriedenes, miserables und jämmerliches Mönchsleben gelebt. Kraft dieser von mir ausgesprochenen Wahrheit möge der Junge vom Gift der Schlange befreit werden. Und tatsächlich hat diese Wahrheit geholfen und ein bisschen Gift trat aus dem Körper des Jungen aus. Und man merkte schon, dem Jungen, es ging ihm schon ein bisschen besser. Aber man merkte, es war noch nicht genug. Da war noch Restgift im Körper. Und deswegen hat dann der Vater gedacht, okay, da muss ich vielleicht auch sowas ausprobieren und auch mit einer starken Wahrheit schauen, ob ich helfen kann. Und dann sprach also der Vater, ich habe den Ruf, ein großzügiger Unterstützer buddhistischer Mönchen und Nonnen zu sein, sowie auch andere spirituelle Traditionen zu unterstützen. Das ist ein guter Ruf von mir. Aber ich möchte hier wirklich ehrlich sein. Wenn ich ehrlich bin, wann immer Ordinierte oder Brahmanen zu mir kamen, sei es wegen Essensspenden, die sie haben wollten, oder wenn sie Unterstützung für ein neues Kloster erbittet haben, stets dachte ich mir insgeheim, was wollen diese wertlosen Bettler nur von mir? Ich wünschte, die würden endlich abhauen und mich ein für alle Mal in Ruhe lassen. Kraft dieser von mir ausgesprochenen Wahrheit, möge der Junge vom Gift der Schlange befreit sein. Und tatsächlich, auch diese, wenn auch unangenehme Wahrheit, hat wieder geholfen und noch ein bisschen Gift ist aus dem Körper ausgetreten. Und dem Junge ging es sichtbar besser. Aber tatsächlich war wohl immer noch ein bisschen Restgift im Körper. Und deswegen hat dann die Mutter des Jungen und die Ehefrau von diesem Mann, vom Vater, dann auch noch gedacht, ich muss eine Wahrheitsbekundung tun. Und dann sprach sie also auch, seit ich mit meinem Ehemann verheiratet bin, habe ich meinem Ehemann bescheiden und zuverlässig gedient, folgsam, mit großer Sanftheit. Ich habe all seinen Anweisungen immer treu Folge geleistet. Doch für all diese Jahre dachte ich insgeheim stets, wieso muss ich nur mit einem so überheblichen, rücksichtslosen und garstigen Mann zusammenleben? Und Kraft dieser von mir ausgesprochenen Wahrheit möge der Junge vom Gift der Schlange befreit werden. Und siehe da, diese Wahrheit hat dann dazu geführt, dass dann auch das restliche Gift tatsächlich aus dem Körper austrat und der Junge war geheilt. Also auch unangenehme Wahrheiten können große Veränderungen hervorrufen. Genau. Auch das hatten wir jetzt hier. Das waren also diese Beispiele. Ups. Genau, und dann zum Abschluss. Nur ganz kurz erwähnt, wie jede Woche auch, man kann auch wieder kontemplierend sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Da bietet sich hier vor allen Dingen an, dass man kontempliert über die Nachteile von der Unaufrichtigkeit und so weiter und die Vorteile von Wahrhaftigkeit und so weiter.
Und dann kann man auch immer, das habe ich bei den letzten Malen öfters mal vergessen, sozusagen, man kann immer schauen, dass man Beispiele sucht aus dem eigenen Leben, wenn man kontempliert über diese Themen. Wo und wie hat jetzt in meinem Leben zum Beispiel Unaufrichtigkeit eher Schwierigkeiten gebracht oder wo hat in meinem Leben eher Aufrichtigkeit Probleme gelöst oder heilsam gewirkt? Genau. Okay. Gut, dann, wer schon meditiert oder sitzt, macht einfach weiter. Die anderen können sich wieder aufrecht hinsetzen. Rücken gerade. Halswirbelsäule ein bisschen aufrichten. Kinn ganz leicht anziehen. Zunge am Gaumen ablegen. Augen können wir schließen oder so leicht geöffnet lassen. Und wir kommen als erstes wieder in unserem Körpergefühl an. Wir fühlen, wo wir sitzen, fühlen den Körper. Und nehmen erstmal ein paar Momente, um im Körpergefühl stabil anzukommen. Und immer wenn die Gedanken abdriften, kommen wir wieder zurück zu dem Körpergefühl. Bis das erstmal stabil ist, dass wir den Körper fühlen. Und sobald wir entspannt in unserem Körpergefühl angekommen sind, können wir dahin zunehmen, die innere Absicht zu entspannen. Dass wir also den Körper weiter fühlen und den Körper entspannen. Wir lassen diese Absicht, den Körper entspannen, einfach mit jedem Atemzug in unseren Körper hineinsinken. Körper fühlen und den Körper entspannen.
Und wann immer die Gedanken abdriften, nur bemerken und wieder zurückkommen zum Körpergefühl. Den Körper fühlen und den Körper entspannen.
Dann fühlen wir noch einmal unser Körper den Boden berührt oder den Stuhl, das Kissen. Atmen dreimal nochmal tief ein und aus. Und dann teilen wir die Verdienste vom heutigen Abend und denken, wenn wir das, was wir heute gelernt, geübt und gehört haben, einerseits uns selber helfen, dann möge dieses Verdienst oder die Kraft dahinter allen Lebewesen zuteil werden, möge das allen Lebewesen von Nutzen sein. Und möge Kraft dieser Verdienste alle Lebewesen frei sein von Leiden. Okay, und dann, wie jede Woche, kann man am Ende ein bisschen die Hände, Handflächen fest zusammenreiben, bis sie wieder ganz warm sind. Und aufs Gesicht legen, die Wärme genießen, das Gesicht ein bisschen massieren. Dann nochmal. Dann kann man den Nacken wärmen, den Nacken ein bisschen massieren. Man kann die Kopfhaut ein bisschen kämmen, mit den Fingern fest massieren. Man kann auch die Ohren ein bisschen kneten oder massieren, das tut manchmal ganz gut. Vor allem, wenn man wieder wach werden will. Und dann kann man sich ein bisschen strecken, wie man es gerade braucht. Und damit sind wir dann wieder am Ende vom Montagabend. Nächste Woche dürfte es dann weitergehen mit der Entschlusskraft, meine ich. Jetzt gar nicht im Kopf, aber ich glaube Entschlusskraft. Und dann wünsche ich euch wieder eine sehr gute Woche.